Hallo liebe Leute, ich bin im Guangdong Shengbo Guan und das ist quasi die letzte Station meiner Reise. Es hat sich bald ausgechinert hier. Ich kann leider in dieses Museum nur einmal kommen, deswegen gibt es nur winzig kleine Ausschnitte. Ich schreibe in die Videobeschreibung, was es alles im Museum überhaupt gibt. Und ich bin jetzt einmal in den dritten Stock gegangen, welches auch der oberste, in den vierten Stock, welches auch der oberste ist von diesem Museum. Und da ist eine Ausstellung über die Geschichte von Guangdong. Ist aber ein bisschen durcheinander, ist teilweise chronologisch geordnet, teilweise sind dann auch wieder irgendwelche thematischen Teile dazwischen. Aber so ganz grob kann man sagen, es geht von vorne, also Steinzeit, nach hinten, also Gegenwart. Und dann halt mit einigen Einsprengseln drin. Ich fange hier auch mit der Steinzeit an. Das hier sind verschiedene Steinwerkzeuge aus der Jungsteinzeit. Da halte ich einfach mal drauf. Es sind verschiedene Dinge, die sind auch durchnummeriert von 1 bis 4. Man kann ganz grob sagen, also die Menschheit hat in der Altsteinzeit angefangen, irgendwie Steinwerkzeuge zu bearbeiten und herzustellen. Und der Übergang zur Jungsteinzeit lässt sich zum Beispiel daran feststellen, dass diese Steinwerkzeuge immer kleiner und feiner werden. Als erstes gab es ja diesen Faustkeil, den ja jeder aus irgendeiner dösigen Doku kennt. Und später hat man dann sogenannte Mikrolithklingen hergestellt. Mikro natürlich klein und Lied von Lithos der Stein. Und davon hat man dann teilweise mehrere hintereinander befestigt und hat die halt als Steinschneidewerkzeug benutzt, im Gegensatz zu diesem Faustkeil, der ja quasi ein relativ großes und kompaktes Werkzeug war, sowohl zum Hacken als auch zum Schneiden als auch zum Kratzen. Quasi das Schweizer Taschenmesser der Altsteinzeit. Und es wurde halt abgelöst durch spezialisiertere Werkzeuge und davon sehen wir hier einige unter 1. Das dritte von links ist zum Beispiel eins, was eher zum Bohren geeignet war. Das größte unter denen, das ganze linke oben, war wahrscheinlich eher zum Schaben. Aber wir haben auch, wie gesagt, so kleine klingenähnliche Teile, die hier unter 4 sind. Die könnte man auch zusammengefügt haben zu längeren Klingen, falls man jetzt mal feinere und präzisere Schnitte gebraucht haben sollte. Und hier sind noch allerhand andere Werkzeuge aus Stein. Hier ist auch eine Zungenröhre. Ansonsten sind hier auch Steinäxte, Mahlsteine, also sowohl der Unterteil als auch die Steine, die man in die Hand nimmt, um dann halt das Getreide zu zermahlen. Es gibt halt alles Mögliche. Ich bin mal eine Vitrine weitergegangen. Wir sind immer noch in der Jungsteinzeit, allerdings diesmal in der späten Jungsteinzeit. Und es gibt hier einen Fundort, der heißt Shixia, also die Steinschlucht. Und da hat man Skelette von Menschen gefunden. Also in der ersten Vitrine waren auch noch Schädel ausgestellt. Und man hat aber auch neben Steinwerkzeugen hat man auch Töpfereien gefunden. Und hier ist ein Ding aus weißer Tonerde, unglasiert. Es wurde als Ding klassifiziert. Damit gemeinsam hat es, dass es drei Beine hat. Ansonsten ist es aber formal relativ unähnlich. Also der Gefäßkörper ist nicht unbedingt rund und bauchig, schon gar nicht nach unten. Ich versuche gleich nochmal die Kamera runterzunehmen, damit man das auch von unten sieht. Es hat einen Deckel und es hat keine Henkel. Normalerweise haben den ja, also zumindest ist wohl keiner erhalten geblieben. Also ich habe noch nie ein Ding mit Deckel gesehen. Ohne Henkel habe ich auch noch nie eins gesehen. Also sowohl reguläre, runde Ding mit drei Beinen als auch Fangding haben immer zwei Henkel oben am Rand. Das mit dem Dekor ist halt je nach Zeit und Region ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ist es mit dem Dekor hier nicht so tragisch, dass keins drauf ist. Es ist halt jungsteinzeitlich und deswegen einfach technisch noch nicht so weit ausgereift. Ich werde jetzt mal die Kamera lösen und ein bisschen rumwackeln. Und dann sieht man, dass dieses als Ding klassifizierte Gefäß unten halt nicht so einen bauchigen Körper hat, sondern dass der erst oberhalb der Beine anfängt.
Hoppla. Also wie man sieht, sieht das gar nicht unbedingt so dingmäßig aus. Also der Gefäßkörper an sich fängt ja erst hier unten an. Normalerweise kennt man das ja, dass das richtig schön rund und bauchig ist. Naja, nichtsdestotrotz, das ist ein Dreifuß, das kann man nicht wegdiskutieren. Und ja, aus relativ heller Erde gefertigt, unglasiert. Oben am Rand ist es ein bisschen beschädigt, die Beschädigung ist aber nach hinten gedreht, deswegen kann man es mit der Kamera wahrscheinlich nicht sehen. Aber man kann, wenn man den Kopf noch so ein bisschen weiter nach hinten streckt, kann man die Abbruchkante sehen und sieht, dass die auch hell ist. Also es ist tatsächlich helle Tonerde und ein heller Scherben. Bronzezeit blieb Guangdong nicht erspart. Ich habe hier glücklicherweise das Schild drauf bekommen, da kann man glücklicherweise auch noch sehen, was das ist und wo es ausgegraben wurde. Also aus Luoding stammt es und aus der Zeit der streitenden Reiche. Das ist eine Schale oder eine Schüssel, eine relativ flache, die scheinbar mal zwei Henkel hatte. Den einen auf der einen Seite sieht man noch. Links, wo ist der Finger? Da ist er. Hier sieht man noch diese Abbruchreste. Auf der anderen Seite, stimmt, da sieht man sie auch noch so ungefähr. Hier und da, die Ansätze. Zeigt ein ganz typisches Dekor für eine Bronze aus der Zeit der Streitenden Reiche. Da hat man ja oft irgendwie so Ackerbauszenen oder Szenen des täglichen Lebens auf den Bronzen. Und wenn man mal so geometrische Muster hat, dann sind das meistens so abgesetzte Bänder oder auch dieses, Ring- oder Kringelmuster, was man da hat. So aussieht ja kleine aufgesetzte Ringe. Das sieht man relativ häufig halt bei Bronzen aus der Zeit der Streitenden Reiche. Unten haben wir hier noch so eine Zone, die kann ich aber nicht so genau erkennen. Also da ist irgendwas drauf. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es Schrift ist oder ob es ein Leiwen ist. Das ist wegen der Beleuchtungssituation nicht so genau abzuschätzen. Das Innere des Gefäßes ist undekoriert, also da ist keine Inschrift oder ähnliches. Also weder an den Rändern noch am Grund des Gefäßes.